Hallo, ihr wundervollen Menschen. Ich bin auch ultra professionell und habe natürlich alles rechtzeitig aufgenommen, weswegen das jetzt keine komische Aufnahme mit meinem Handy ist. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal bedanken bei Paradox Interactive und bei Crusader Kings 3, die dieses YouTube-Video sponsern und auch einen mega coolen Trip nach London gesponsert haben, wo noch in den nächsten 2 Wochen ein Vlog kommen wird, wo ich zusammen mit Maurice Weber und ganz vielen internationalen Content-Creatern eingeladen war, an einem Mittelalter-Turnier teilzunehmen, zur Feier des Tages für das neue DLC of Tourists and Tournaments von Crusader Kings 3. Und jetzt höre ich auf zu reden, wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und dem Let's Play, das wir daraus machen. Würdest du sagen, dass das Spiel einsteigerfreundlich ist? Das Spiel ist unfassbar einsteigerfreundlich für ein Paradox-Game. Brixen. Wollt ihr mit mir wirklich in Brixen starten? Ein ganz klassischer Brutmutter-Brixen-Run? Haha, nice Ghost Toast. Das ist sehr schön. Hast du schon mal in Asien gestartet? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe am meisten Spaß darin, in Europa zu starten. Immer und immer und immer wieder, weil ich tatsächlich Europa im Mittelalter mit am spannendsten finde und keine so krassen Kontaktpunkte einfach zu asiatischen Kulturen habe. Da ich kein so krasser Asia-Culture-Hype-Mensch bin, sondern eher die skandinavischen Dinge sehr, sehr spannend und interessant finde, bin ich persönlich einfach, ich stand immer in Europa und es macht unfassbar viel Spaß. Wo ist denn Brixen? Müsste das nicht Brixen sein? Irgendwo hier müsste Brixen sein. Ist das nicht dieses kleine Scheißteil hier gewesen? Oder ist es das obere? Weil da sagt er genau, das ist die Alpsee-Dings wegen dem hier. Und das da unten ist Brixen. Müsste eigentlich. Will ich wirklich Brixen? Brixen ist halt so cursed einfach. Brixen ist so fucking cursed. Aber gleichzeitig hätt's auch was. Ich würde halt gerne. Oh, gucke mal, da gibt's jetzt kleine Bildchen dazu, die kannte ich noch gar nicht. Ich hätte gerne auf jeden Fall. Ne, voll da, da, da. Ja, ich will auf jeden Fall feudal starten. Ich möchte nicht als Stamm starten. Wie wäre es mit Ostsee? Frankreich. Norden ist halt auch immer schön, ne? Britannien wäre auch schön. Also so als kleiner Kacklappen in Britannien. Das Problem ist halt, dass Britannien immer ein großes Risiko hat, dass du schnell drauf gehst, weil Britannien sehr viel schwächer ist als die Nachbarländer. Und wenn du nicht selber direkt der britannische Dude bist, dann wird dir einfach mit der Krieg erklärt, wenn dein Lehnsherr Scheiße baut. Spanien wäre auch spannend. Da hätten wir quasi das iberische Ringen standardmäßig auch noch mit bei, was, finde ich, auch noch mal ein bisschen mehr Dynamik in das Ganze reinbringt. Das wäre auch cool. Da könnte man auch mit so einem kleinen Ding da anfangen.
Die Frage ist halt, wollen wir dann Muslime spielen oder wollen wir christlich spielen? Oder katholisch, besser gesagt. Können wir da mal eine Umfrage machen, ob wir katholisch oder muslimisch spielen wollen? Im Muslim hast du meistens Clan. Nee, das sind auch feudale Regierungsformen hier. Oder? Oh nee, sind's nicht. Krass. Aber Clans sind auch feudal, oder? Also in den Mechaniken. Also sind keine Stämme, sondern ist einfach nur, spielt sich halt ein bisschen anders, aber ist ja auch nicht, also müsste ja auch gehen eigentlich. Dankeschön, Kasegorusch, für die 10 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Muslimisch und katholisch, ist richtig, Turtle. Hat das Unterschied auf Hochzeit und Feste? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe halt ein bisschen mehr Ahnung, einfach ein bisschen sehr viel mehr Ahnung vom Katholizismus als vom Islam. Das heißt, ich glaube, da habe ich wahrscheinlich mehr Wiedererkennungspunkte bei Veranstaltungen. Aber es ist sicher beides super spannend. Wenn man nicht feudal startet, wie pain ist es dann noch feudal zu werden? Es geht. Also es ist auch gut machbar. Es macht schon Spaß. Aber ich wollte halt diesmal nicht als Stamm starten, weil ich meistens, die meisten waren es als Stamm gestartet habe. Dankeschön, Lady and Beer, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Was bist du denn in real life ohne Bekenntnis? Atheistin. Okay, ihr wollt... Ui, es ist sehr knapp. Es ist sehr, sehr knapp. Eine Stimme. Lol. Eine Stimme Unterschied. Wow. Dann soll mal einer sagen, dass Wählen gehen nichts bringt. Dann würde ich sagen, hier schön am Strand. Corona. Was haltet ihr von Corona? Katholisch und galizisch. Iberische Herkunft. Galizische Ästhetik. Kriegsführung nur Männer. Klostergemeinschaften. Hochlandkrieger. Geschickte Fischer. Ritualisierte Freundschaft. Corona, nicht Corona. So. Ihr wundervollen Menschen. Fangen wir mit einer klassischen Brutmutter an. Oder mit einem bärtigen Mann. So, wir müssen, das ist, boah, ey. das müsste West- und Mitteleuropäisch sein, auf jeden Fall, oder? Wobei das zu, also das sieht nicht iberisch aus. Mediterran ist um die, also Mediterran müsste Kroatien, Italien rum sein. Ich glaube nicht, dass Spanien mediterran ist, oder? Also. Schon? Sollte dazu zählen? Dann habe ich nichts gesagt.
Ja, gut. Mediterran bezieht sich aufs Mittelmeer. Ja, aber wir grenzen ja nicht aufs Mittelmeer an. Wir sind ja im Norden von Spanien. Da ist nichts mit Mittelmeer. Noch nicht, oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Ach, das sind die Details da unten, ne? Markantheit der Schläfen, was macht das? Ich sehe den Unterschied nicht. Ah, da hinten, da oben. Das ist hier seitlich oben ist der Unterschied. Höhe der Stirn. Ach, lol. Oh, lol. Das sieht mit der Haarlinie sehr seltsam aus, wenn die dann so läuft. Krass. Was haben wir hier? Ah, da haben wir die Augenhöhlen. Da haben wir noch Formen der Augenbrauen. Es gibt so viele Möglichkeiten da mittlerweile. Das ist richtig krass. Ich hätte gerne einen finsteren Blick. Ich hätte gerne mehr. Ich muss meine Augenbrauen, ich kann meine Augen noch verkneifen, ein bisschen mehr. Aber mir geht es gerade eher um die. Das sind die Winkel der Augen. Das ist nicht das, worum es mir gerade ging. Ich will die Form der Augenbrauen verändern. Und ich finde die gerade nicht. Wo ist das denn? Das müsste eigentlich die Form sein. Aber damit werden sie nur dicker oder dünner. Wow, Mino, wow. Aber ist auch feini so. Also. Nee, die Knöpfe darunter machen auch nur die Dings. Ja, es ist ja auch, also es ist ja völlig fein. Also es ist eine. Ich hätte halt gern mehr so. Ein bisschen mehr einfach, ne? Weil wenn man halt hier guckt, der ist nur weit auseinander oder halt nicht. Und ich hätte halt gerne einen Augenbrauenwinkel. Aber da gibt es halt leider nur die Augen direkt. Kein Augenbrauenwinkel. Und ich hätte halt gerne noch so einen ein bisschen arroganteren Blick einfach noch. Vielen, vielen lieben Dank, Seppel, für die 28 Monate. Und ganz, ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Da ist halt das Ohr. Gesichtsschnitt, wahrscheinlich. Ah, da ist es. Naja, dass du quasi die Augenbrauen so ein bisschen hochsetzt, weil dann wirken die halt gleich ein bisschen. Also sie wirkt dann einfach gleich ein bisschen abgefuckter.
Ist doch schick. So. Und dann, oh mein Gott, das ist neu. Diese Haare kenne ich noch nicht. Das sieht sehr, sehr schick aus. Das kenne ich auch noch nicht. Das kenne ich schon. Ich finde es so geil, dass es mittlerweile so viel mehr Haarfrisuren gibt. Aber ich muss auch sagen, ich vermisse die Haare von der Game of Thrones Mod, den Cersei-Zopf. Ich finde den Cersei-Zopf so hübsch. Und der fehlt mir tatsächlich. Wartet mal, ist das da oben neu? Kannst du keine Mods einbinden? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Game of Thrones Frisuren als einzelne Mod unabhängig von dem Game of Thrones, von der Game of Thrones Map gibt. Und da wir jetzt heute quasi das neue DLC antesten im Beta-Ding, möchte ich die Experience tatsächlich auch nicht verwaschen, indem wir das jetzt mega krass modden. Sondern ich will mir halt wirklich anschauen, was bringt dieses DLC selber an Sachen mit. Und ne, einfach, also finde ich halt interessanter, quasi mir das gerade anzuschauen, als dann mega Mods reinzuhauen, weil wir wollen ja testen, was das DLC kann. Die Haare finde ich geil für eine spanische Adelige, oder? Oh, die Mods sind teilweise schon kompatibel. Weil die Dudes teilweise die vorab quasi schon die Infos dafür bekommen, damit es kompatibel wird. Ich finde die richtig geil, die Locken. Ich finde es mit Stirnband auch geil. Aber wir sind nur eine Gräfin, wir wollen eine Steigerung. Deswegen ohne. Also das finde ich mega geil. Hallo Tasso. Ich finde diese rahmenden Locken auch geil, tatsächlich. Aber ich glaube, das hier, das gefällt mir. Und auch mit den dunklen Haaren. Ich meine, man könnte auch für mega krass rot gehen und let's be a witch. Aber ich finde, das Dunkle hat was. Das ist schön. Schaut einfach sehr natürlich aus. Ja. Gefällt mir gut. Okay. Wir fangen wieder an mit 16. Wir wollen einen galizischen Namen haben. Xoana. Xoana. It's chic. It's fucking chic. Geil, sie haben die Bugs von dem Dynastiehersteller gefixt. Das macht mich glücklich. Was wollen wir denn haben? Abstrakt, Glauben, Figuren? Wir sind eine Brotmutter. Wir wollen auf jeden Fall mit Figuren gehen. Mit was Passendem dafür gehen. Ich weiß aber auch noch nicht so richtig, was. Was ist mit einer Schlange? Ein Pferd. Ein Pferd ist auch ein cooles Wappentier. Schlange gefällt mir auch gut. Tatsächlich. Schlange gefällt mir auch richtig, richtig gut.
Spinne ist auch gut. Aber ich glaube, Spinne gibt's nicht. Für Spanien würden sich auch Stiere anbieten. Oh ja. 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 Biene bei Bienenkönigin Brutmutter. Wo seht ihr denn eine Biene? Am 11. wird es released. Am 11. kommt es raus. Oder einen gekrönten Stier. Ein gekrönter Stier ist auch geil. Ah, die Biene. Eine Biene mit einer Krone finde ich auch witzig. Von der Idee. Oder nur eine Biene. Aber eine gekrönte Biene finde ich auch geil. Als Bienenkönigin. Man braucht eine Krone. Ihr seid eine gekrönte Biene, theoretisch gesehen. Es gibt halt so viele Möglichkeiten. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und es ist so schwer, sich für etwas zu entscheiden. Aber ich finde das tatsächlich so ganz cool mit dem Rot. Das Dreieck nach oben, was hab, ist das nicht too much? Also ist das nicht schon zu aufwendig? Also ich finde, die Krone geht halt ein bisschen verloren mit dem Dreieck, oder? Ich finde es so halt irgendwie cool, weil ich das Gefühl habe, dass die Krone dadurch noch mal ein bisschen rausgehoben wird, so. Also, dass die Krone halt nochmal drüber liegt. Ich finde auch Rot als Farbe sehr, sehr geil,
weil Rot halt die Farbe der, wie war das? War nicht Rot, nee, Rosa war die Frau der, die Farbe der Prinzen und Rot war die Farbe der Könige und ich glaube, war Blau die Farbe der Frauen? Es wirkt mit Blau auch richtig krass. Es wirkt mit Blau auch richtig, richtig krass. Auch mit Grün ist geil. Grün gefällt mir auch richtig gut. Man kann das Weiß gräulich machen, aber ich find's nicht so. Ja, wobei. Ah, wir könnten es auch so machen, ne? Dann wäre es nicht ganz so stark. Dann wäre es einfach nur so ein bisschen gesetzter. Das finde ich schon hübsch. Grün wirkt so low-bob. Also, oh Gott. Also, oh Gott, das ist zu hell. Also, eher blau. Hallo Melonenhummel. Ja, mach gerne. Aber ich habe von semischen Religionen, samische Religionen, boah, doch, vielleicht ein bisschen was. Let's go with this, it looks pretty, we love it. And now we need a name. Kann jemand von euch Spanisch? Und kann mir sagen, was Brutmutter auf Spanisch heißt? Brutmutter. Los ministranos de tráficos les sexuales de minstros. Ich glaube, ich habe was anderes gerade gesagt. Brut ist covata, madre de linaje. Madre de linaje. Es sagen ganz viele madre de linaje. Ist bruto de madre. Die Brut der Mutter. Weil die Brut der Mutter finde ich actually auch funny. Alessandro. Madre Reproductora, das klingt wie eine fucking Hühnchenfarm. Wir sind die Mutter der Reproduktion. Wir reproduzieren ganz viele Hühnchen. Dieses Madre de Lina hier klingt, finde ich, halt nicht so geil. Das klingt halt, ich kann es halt nicht aussprechen. Das klingt halt deswegen nicht so geil. Aber ich finde es Linache, ich kann es nicht aussprechen. Ich hatte nicht Spanisch, ich habe Französisch gelernt. Aber Madre macht bei mir schon Stress, weil Mater im Kroatischen Mutter heißt. Das ist schon sehr, sehr close. Ich brauche was anderes. Man kann das nicht so übersetzen. Ja, ja. Das ist,
Inzesto kann ich mir herleiten, Panzerknackermann. Inzesto kann ich mir herleiten. Sehr, sehr frech. Was heißt denn Bienenkönigin auf Spanisch? Es ist vielleicht leichter, weil das ein bereits bestehendes Wort ist. Sag jetzt, nein, nicht Biene Maya. Abea Reina, das ist schön. Let's go with this. Ich will nicht noch 3 Stunden im Editor beginnen. Aber das finde ich süß. Das klingt schön. Nehmen wir das. Okay, wir sind 16. Wir sind normalgewichtig. Ich werde das nicht mehr aussprechen. I feel very well represented on this stream. Das muss jetzt passen. Das muss jetzt passen. Also, wir sind hinterlistig. Wir sind auf jeden Fall hinterlistig. Wir sind Wir könnten ehrgeizig sein. Wir könnten arrogant sein. Wir könnten auch eigenwillig sein. Hinterlistig, eigenwillig, sadistisch. Lüstern. Religiöse Eiferin ist auch immer richtig gut. Religiöse Eiferin lieben wir auch sehr. Religiöse Eiferin macht immer sehr, sehr viel Spaß. Das finden wir immer toll. Ja, wir müssen aufpassen, dass der Papst mich nicht abgrundtief hasst. Zu viele Negative und die anderen Seniores machen nicht Platz. Das sollen sie mal versuchen. Ich habe ein paar mehr Jahre in dem Spiel auf dem Buckel. So. Religiöse Eiferin passt auch. Sadistisch ist halt auch problematisch für Katholiken, wenn wir das haben. Hallo Ranger, ein wunderschön. Arrogant ist aber nicht problematisch. Das können wir machen. Mach gerne Melonenhummer. Es tut mir leid, ich hab's übersehen. Ich finde die Kombi schon geil so. Also, ich finde die Kombi schon schön. Und Halla Hammer Wirkung. Lüstern ist Pflicht. Lüstern ist halt auch problematisch. Das mögen die halt auch nicht. Gar nicht. Dankeschön, TSM Not Diaries, für die 6 Monate. Dankeschön. Ich habe gerade da angefangen in Finnland. Da gibt es 2 Städte, wo ich einen Sonder- und einen Fürstengebäudeslot habe. Jedoch steht da, da stehen keine Gebäude zur Verfügung, das ist ausgegraut. Muss das die Kultur weiter sein? Wird nichts erklärt. Du bist noch ein Stamm, oder? Die Sondergebäude schaltest du, viele der Sondergebäude schaltest du tatsächlich erst vor, wenn du es schaffst, feudal zu werden, weil du als Stamm einfach nicht so viel Architektur zur Verfügung hast. Das bedeutet, wenn du noch ein Stamm bist, kannst du die Gebäude noch nicht bauen. Hallo Kalle, by the way. Gesellig. Gesellig. Das brauchen wir halt eigentlich nicht. Also wir brauchen eigentlich keine Geselligkeit. Weil wir sowieso, also arrogant und gesellig passt nicht, doch klar. Wenn du arrogant bist, brauchst du auch Menschen um dich rum, die dir sagen, wie toll du bist.
Lass mich erstmal gucken, was wir sonst hier noch für Eigenschaften haben, die wir reinpacken können. Wollen wir wieder eine Hexe sein? Stimmt. Ich kann mit dem Hexe-Trade nicht reingehen. Ich muss mir den Hexe-Trade holen, weil sonst ist der publicly known. Dann habe ich ein Problem. Also wir versuchen den Hexenzirkel wieder zu gründen, aber wir müssen das publicly, wir müssen das anders machen. Wollen wir wunderschön sein? Auf gar keinen Fall fruchtbar. Wenn wir wunderschön und eine junge Frau sind, wir kriegen genug Kinder. Den Fruchtbarkeitstrade nutze ich nur und ausschließlich, wenn ich eine Mod drin habe, die die Kindermortalität erhöht. Sonst hast du viel zu viele Kinder. Also für meinen Geschmack kriegst du bei Crusader Kings 3 generell kriegst du viel zu viele Kinder erwachsen. Für meinen Geschmack müsste es im Spiel einen Regler geben, der die Kindermortalität auf realistisch setzt und dafür sorgt, dass 50% deiner Kinder sterben, bevor sie 16 sind. Du kriegst einfach viel zu viele Kinder. Es überleben viel zu viele Kinder in dem Spiel. Gibt's so eine Mod? Ja. Aber ich mod heute nicht. Ich spiele heute Vanilla. Reinblütig ist ein zu starker Perk. Den möchte ich mir selber erarbeiten. Das nimmt mir viel Spielspaß weg, wenn wir den von Anfang an haben. Es überleben viel zu viele Kinder im Spiel noch gerettet. Wir brauchen eigentlich, das sind Ausbildungstraits. Also hier oben haben wir Persönlichkeitstraits. Hier unten haben wir Eigenschaften. Diese Dinge hier oben sind alle Ausbildungstraits. Das sind alles Dinge, die ich nie nutze, nie auswähle, weil ich die sowieso in der Ausbildung dann mache. Das brauche ich so nicht. Das nimmt mir quasi Spielspaß vorweg. Das sind Dinge, die man alle nachher selber bekommen kann. Das sind halt Krankheiten und das sind halt angeborene Eigenschaften, die man halt haben kann. Und das da unten sind auch wieder Ausbildungstraits, also oder halt Dinge, die dir passieren kann, wobei das ist auch wieder angeboren zum Beispiel. Aber ja, nur dass ihr da Bescheid wisst. Was wollen wir noch? Wenn ich sage, ich möchte im Ränkespiel noch ein bisschen hochgehen und ich möchte, dass ich im Diplomatiebereich auch nicht maximal scheiße bin und vielleicht auch in Bildung ganz gut, kämpfen muss ich nicht können, Kriegsführung muss ich theoretisch gesehen auch nicht können, dann wäre ich quasi so gerade drüber, dann gehen wir in Ränkespiel noch eins runter und damit wären wir komplett auf 400. Damit hätten wir es. Damit wären wir genau auf 400. Sexuelle Orientierung. Machen wir schön bisexuell. Das macht alles auf einmal auf. Was Negatives. Hab ich doch. Bin hinterlistig. Oder meinst du noch an angeborenen Sachen? Ich könnte zart noch mitnehmen. Damit würde ich mir nochmal 15 Punkte machen. Theoretisch gesehen. Um noch was Negatives mit reinzunehmen. Und dafür könnte ich dann mein Ränkespiel noch weiter hochsetzen. Die sackt richtig hart in Kampfgeschick. Heilige Scheiße. Jut, meine Freunde.
Das Iberische Ringen. Die Iberische Halbinsel befindet sich im Aufruhr, eine Spannung geschaffen von ihrer geschichtsträchtigen Vergangenheit. Außenstehende begehren das Land und die großen muslimischen und christlichen Mächte versuchen, seine Bewohner zu beeinflussen. Doch jene, die auf seinem Grund und Boden leben und sterben, werden am Ende auch diejenigen sein, die über sein Schicksal entscheiden. Ich werde nicht von meiner Vision für mein Heimatland lassen. Bei Gott, Haus der AB Arena wird den Sturm überdauern und meinen Willen in die Tat umsetzen sehen. Ihr seid einer der beteiligten Teilnehmer in diesem Ringen. Genau, wir haben Krieg, Kultur, Glaube und Sonstiges, womit wir, by the way, auch am Kämpfen sind. Okay. Mit den Werten nimmt sie wohl kaum an Turnieren teil. Sie ist auch eine Frau. Also ich glaube generell nicht, dass sie so viel an Turnieren teilnehmen wird in unserer Kultur. Aber wir werden Söhne haben. Und unsere Söhne werden an Turnieren teilnehmen. Wir starten schon 1066. Yes, yes. Ich habe mich entschieden, ein bisschen später anzufangen, damit wir in den ganzen Entwicklungsstufen schon ein bisschen weiter sind. Dankeschön, Hammerwirkung. Vielen lieben Dank für die 11 Monate. Dankeschön. Also, ich freue mich sehr, weil wir jetzt das neue DLC anprobieren können. Und wir haben jetzt einen neuen Reiter hier, der heißt die Aktivitäten. Und wir haben die Möglichkeit, Prachtreisen zu machen, Prachtturniere, Prachthochzeiten, Festmale, Jagden und Pilgerreisen. Da können wir quasi Gastgeber sein und wir können eingeladen werden. Das ist sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Ich kann noch keine Prachtreise machen, weil ich kein Herzog bin. Ich kann ein Prachtturnier veranstalten, tatsächlich. Eine Prachthochzeit kann ich noch nicht machen, weil ich tatsächlich noch nicht verlobt bin. Festmahl kann ich veranstalten, Jagd kann ich veranstalten, Pilgerreise kann ich veranstalten. Das sieht sehr cool aus, was da alles Neues dazugekommen ist. Königshof haben wir noch keinen und da haben wir Entscheidungen. Ja, ja, das kennen wir uns. Wir fangen mal damit an, unserem Lehnsherrn zu sagen, dass wir ihn unfassbar geil finden. Das ist mal der Start. Warte mal, habe ich das gerade abgebrochen? Nee, nee. Ja, ja, Prachtturnier, ja, machen wir gleich. Wir wollen erstmal einen Lebenswandel haben. Und als Lebenswandel können wir Anstifter, Verführer oder Folterer sein. Und ich würde tatsächlich anfangen mit Schwerpunkt auf Hinterhältigkeit. Ich muss jetzt zum Huldigen reisen. Das heißt, ich habe es wirklich abgebrochen. Alles klar, dann wir machen das gleich. Wir machen das gleich. So, genau, ich bin nicht verheiratet, das weiß ich. Nicht von eurem, wir haben jetzt überall so Symbole mit bei, was ich übel geil finde, by the way. Ich habe keinen Hofarzt. Da cheaten wir uns jetzt ein bisschen durch. Die Leute, die meinen Content schon ein bisschen länger schauen, wissen, dass ich eigentlich auch meine Hofschaften immer ordentlich, verteile und gut kombiniere. Du bist mein Vasall, deswegen bist du da unten drin, aber du bist absolutely garbage, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, wir nehmen dich hier hin und dann nehmen wir dich hier hin. Ist immer noch scheiße, aber ein bisschen besser. Okay. Du bist schon verheiratet, du bist schon verheiratet. Du bist noch nicht verheiratet und du hast einen krassen Trade. Das heißt, ich kümmere mich jetzt bei dir erstmal. Nee, wir brauchen keine Prachthochzeit. Du bist einfach nur irgendein Dude, das brauchen wir nicht. Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir hier sinnvolle Personen an den Hof bekommen, die zum Beispiel hier auch den Kerngesund-Trade haben, um diesen wundervollen Trade auf unseren Hof zu holen. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Und dann schaue ich einmal unter meinen Rittern. Ah, da kann man auch Auszeichnungen schaffen für die Ritter. Crazy. Habe ich noch einen Ritter, der noch nicht verheiratet ist? Lol. Die sind alle schon verheiratet. Dann kriege ich mir ja gar keinen Hofarzt hergecheatet. Ja, scheißen. Dann muss ich einen Hof...
Dann muss ich den tatsächlich dafür bezahlen, dass er herkommt. Das sagt ja Balls. Das ist scheiße teuer. Dankeschön, Sky, für 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So, ich kann eine Auszeichnung erschaffen. Ihr liegt unter eurer Höchstzahl von Auszeichnungen und einen eurer Ritter kann zum ausgezeichneten Ritter ernannt werden. Nee, die haben alle nur nichts geleistet. Also fürs Nichtstun bekommen die erstmal gar nichts. Das können die erstmal vergessen. Aber ich möchte das Huldigen jetzt einmal machen. So, ich kann einen Karawanenführer verdingsen. Mein Karawanenführer hat eine schlechte Eignung dafür. Oh mein Gott. Das ist ja alles teuer. Ich kann jetzt quasi als Reiseoptionen erfahrene Kapitäne, Söldner als Wachen, Dschungelpirscher, Bergsteiger, Fortner, Wüstenkrieger, Waldpirscher, Kulturbotschafter anwerben. Oder ich kann, wenn ich gewisse Sachen gebaut habe oder gewisse Eigenschaften habe, kann ich da nochmal extra Boni mit reinpacken. Das heißt, ich muss ja eigentlich einmal gucken, wo ich dann hinreise, oder? Das Ziel ist Santiago. Das ist da. Ich habe literally 1% Gefahrenrisiko. Ich würde sagen, ich bin echt absolut zu geizig, um hier irgendwas anzuheuern. Ich bin quasi in 9 Tagen wieder da. Ich kann aber die Route anpassen und kann entscheiden, über welchen Weg ich gehen möchte. Was übel geil ist. Das heißt, ich könnte einen Umweg gehen. Das ist sehr cool. Nee, nee, die verbesserten Pferde kann ich nicht bauen. Dafür müsste ich eine Kurierstation haben oder Kamelmärkte. Das kostet mich 4 Gold. Das Risiko gehen wir ein. Jetzt bin ich da am Latschen. So, potenzieller Hofarzt. 55 oder 26. Alter, der ist ja einfach nur scheiße. Und die auch. Nee. Bedienstete geleiten mich in den großen Saal von König Garcia II. In Santiago, wo er auf seinem Thron sitzt und darauf wartet, meinen Schwur zu hören. Mein Fürst sitzt auf seinem Thron und ich knie zu seinen Füßen, um meine vielen Eide der Huldigung aufzusagen, während seine Schreiber das Ereignis festhalten. Damit ist die Zeremonie abgeschlossen. Der König kann von mir nicht mehr erwarten, als mein Versprechen, treu als ein Vasall des Reichs zu dienen. Garcia weist mich an, mich zu erheben und bestätigt seine Zufriedenheit mit mir, zusammen mit meinen Rechten an jenen Ländereien, über die ich an seiner Stadt herrsche. Geil. Dynastie hat Bekanntheit bekommen, Meinung und 150 Dings und jetzt latscht sie zurück. Das ist schon cool. Das ist schon richtig cool gemacht. Wir sind zu Hause, alles ist gut gegangen. Geil. Das ist gut, das gefällt uns. Der will die ganze Zeit, dass ich ein Prachtturnier veranstalte. Ich habe dafür kein Geld. Wie soll ich denn ein Prachtturnier veranstalten, wenn das im Durchschnitt 390 Gold kostet? Sind die crazy? Wer soll sich das leisten? So, was für mich persönlich jetzt interessanter wird, ist eine Bündnismacht. Ernsthaft? Die Dudes, die mir vorgeschlagen werden, sind Bürgermeister? Bürgermeister?
Das ist zumindest ein Fürst. Aber matrilinär, ja klar. Hallo. Damit könnte ich mit dem Herzogtum von Bretagne ein Bündnis eingehen, aber dafür müsste ich den 9-jährigen Bastardbengel heiraten. Da könnte ich mit Graf Richard von Evreux ein Bündnis eingehen, aber dafür müsste ich den 6-jährigen Enkel heiraten. Das ist ein muslimisches Bündnis. Dafür ist der Dude 45. Der ist 2. In diesem Spiel, ja, in diesem Spiel. Das ist furchtbar. Also... Prestigezuwachs 66. Prinz Elf von Haraldsson von England. Der hat einen Anspruch auf das Königreich von England. Das werden wir niemals erreichen. Ach, du bist auch in irgendeiner unbedeutenden Nebenlinie. Deine Family ist quasi ausgestorben. Das ist ja bitter. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist keine unbedeutende Nebenlinie. Das ist der letzte lebende Nachfahre von Knut dem Großen. Ja, eine ausgestorbene Nebenlinie. Aber wäre storytechnisch geil, oder? Welcher war das denn? Hat der sich jetzt verpisst? Und ist für mich nicht mehr... Habe ich ihn so sehr beleidigt, dass er keine Lust mehr auf mich hat? Doch da ist er. Ich würde 700 Prestige bekommen, wenn ich den heirate. Und er ist nur 30. Er ist ein legitimierter Bastard. Das Problem ist, der ist keusch, unersättlich, sprunghaft, ungebildet und kann nichts. So viel wert kann der Name nicht sein. Okay. Du kannst quasi versuchen, die Angelsachsen wieder in die Macht in England zu bringen und die Normannen zurück nach Nordfrankreich schicken, wo sie hingehören in diesem Spiel. Das schaffe ich nicht, wenn ich als Gräfin starte. Der Dude ist tot mit seinem Anspruch, bevor wir das geschafft haben. Und da das ein durchgesetzter Anspruch und ein feingelassener Anspruch ist, das vererbt sich auch nicht weiter normalerweise. Ah doch, der Königreich von England wäre ein fallengelassener Anspruch bei den Kindern. Das heißt, ich hätte 2 Generationen Zeit, das zu fixen. Das würde sich vererben. Das heißt, der Ansatz, das Earltum für Hereford, Mittelsachsen, Buckingham und England würde sich vererben.
Wäre halt ein lustiges Ziel. Wäre halt ein sehr, sehr lustiges Ziel. Aber das müsste auch, also das, der ist halt wirklich scheiße, ne? Wenn er zumindest kämpfen könnte. Was hätten wir denn sonst alternativ, wenn wir jetzt nach Stats gehen? Ich könnte, wenn wir nach Stats gehen, mir auch einfach einen krassen Krieger holen. Ich könnte mir einen krassen Armeeführer holen, der mir einfach meine Armeen anführt. Und der meine Schlachten für mich gewinnt. Zum Beispiel Rodrigo Campeadro de Vivar, der einfach 27, 23 hat, tapfer, fleißig und treuherzig ist, galant, Stratege, Experte für offenes Gelände, aggressiver Angreifer, flexibler Anführer, berühmter Streiter und brillanter Stratege. Und ich glaube, der kommt auch aus einer guten Dynastie, oder? Nee. Ist irgendeine unbedannte, unrelevante Nebenlinie. Das ist nicht so geil. Aber er wäre ein krasser Kämpfer. Und er ist erst 18. Der ist ein richtiger Chat. Ich krieg den halt nicht, wenn ich die Prachthochzeit wegnehme, glaube ich. Doch, ich krieg den auch, wenn ich die Prachthochzeit wegnehme. Der wird mich auch so nehmen. Und der könnte halt auch Turniere für mich gewinnen. Ich würd dat machen. Das ist ein spanischer Nationalheld. Let's try. Wenn der nicht meine Kriege für mich gewinnt, dann war das eine Misskalkulation. Was zur Hölle hast du da auf deinem Kopf? Also er sah mit Rüstung krasser aus. Not gonna lie. Ein Papierkorb. Ein Eimer, wie es sich gehört. Ja, ja, man kann den umstylen, aber es ist halt die. Es sieht aus wie Waldo. Aus wo ist Waldo? Das ist halt traditionelle Mode. Was will man machen? Die Vorstufe zum Aluhut, es gab zu der Zeit noch kein Alu. Und danke, danke, danke schön, Kong Berg, für die 11 Monate. Vielen lieben Dank. Schritte, die dunkle Gänge hinterhergehen, fehlende Unterlagen in meinem Studierzimmer, ein Schatten, den ich aus den Augenwinkeln sehe. Ihr denkt, jemand folgt euch. Meine Radspitze Major bedenkt dies offenbar kurz, bevor sie bei sich nickt. Mir sind hier in letzter Zeit tatsächlich einige verdächtige Dinge aufgefallen. Mein Radspitzel ist komplett nutzlos. Ich glaube nicht, dass dir irgendwas auffällt. Nice try. So. Wir versuchen jetzt mal. Wir können zum Prachtturnier von Kaiser Heinrich. Seid gegrüßt, Gräfin Xuana von Corona. Ich richte ein Prachtturnier in Fulda aus. Wir werden mit etwas feinem Duell beginnen und es dürfte ein schönes Spektakel werden. Planung, Duell, Bogenschießen, Zeremonie, Abschluss. Ihr könnt nicht rechtzeitig zur Aktivität Prachtturnier gelangen.
Das heißt, das bringt mir eigentlich nichts, weil es zu weit weg ist. Ach du Scheiße. Ja, ich würde sagen, wir warten aufs nächste Prachtturnier. Okay. Dann können wir hier Auszündung und Dirne, ne? Versteckt in einem der weniger gut erhaltenen Gänge, der zu den privaten Gemächern und zu den Gärten führt, lege ich mich auf die Lauer. War es töricht, hierher zu kommen? Wenn ich vielleicht schritte leise den Gang hinunter und da kommt eine Gestalt aus dem Schatten. Was macht Gomez denn hier? Ich habe ihn aufgedeckt. Da standen 9 Monate. In der Zeit werden Kinder geboren. In der Zeit werden Kinder geboren. Kann ich on the fly... Oh, der mag mich jetzt nicht, weil er nichts gemacht hat. Kann ich on the fly eine Affäre mit irgendeinem wichtigen Menschen anfangen? Oh mein Gott! Es gibt jetzt Regenten. Das heißt, wenn er quasi unterwegs ist, dann ist er in der Zwischenzeit der Regent und übernimmt das. Wer übernimmt denn dann immer? Ist das dann immer der Ratsverwalter, der als Regent übernimmt? Oder wer genau übernimmt dann? Oder, weil er noch nicht 16 ist. Ah. Machtteilung liegt vor, weil ein Herrscher einen Teil seiner Autorität mit einem seiner Vasallen oder Höflingen teilt, der dadurch sein Diarch wird. Der Herrscher, der seine Macht teilt, kann Mandate für seinen Diarchen festlegen, während der Diarch besondere Leihmächte nutzen kann. Die Waagschale der Macht zeigen an, ob der Herrscher oder der Diarch über mehr Autorität verfügt. Und das ist jetzt quasi gleich auf gerade. Oh, und da habe ich die Machtteilung. Designierter Regent Graf Rodrigo. Das ist quasi mein Mann, der jetzt für mich der stellvertretende Regent ist. Er teilt keine Macht. Schatzkammer füllen, Armee vergrößern, Autorität fördern. Das ist die Regentschaftsfolge. Treue selbstlos. Machtteilung des Lehnsherrn. Und das ist die davor. Lasst euch Interaktionen, indem ihr euch ein Mandat erfüllt, auf eure Seite neigen. Wo finde ich denn Mandate jetzt? Mandate sind nützliche Aufgaben, die ein Lehnsherr seinem Diarchen stellen kann, wenn er Macht teilt. Ähnlich wie bei Ratsaufgaben wählt der Lehnsherr ein Mandat aus und erhält dann langsam dessen Vorteile. Macht ein Diarch gute Arbeit, neigen sich die Waagschalen der Macht meist in seine Richtung und es entsteht Zwietracht bei seinen Mitvasallen. Wie groß die Vorzüge sind, die ein Lehnsherr erhält, hängt von Diarchen Eignung und Treue ab. Ach du Scheiße, das heißt... Eigentlich ist für mich gar nicht gut, wenn der gut geeignet ist, weil das bedeutet, dass dann der Dude mehr Macht bekommt. Dankeschön, Xolz, das ist sehr lieb. Das ist ja frustrierend. Oh, da gibt es jetzt auch andere Bilder. Das ist sehr, sehr cool, dass das Ganze jetzt Symbole hat. Ja, der ist eh selbstlos und treu. Also das ist eh entspannt. Aber generell ist gut, das zu sehen und gut zu wissen, dass das so ist. Tatsächlich. Okay. Das läuft ja alles gar nicht ganz scheiße bis jetzt. So. Gehöfte, was können wir noch bauen?
Wälle und Türme, Stallungen. Ich will Stallungen haben. Dann kann ich eigene Pferde haben. Ich will Pferde. Und ich will Wälle und Türme. Wir fangen erstmal mit Wellen und Türmen an. El Cid, absoluter Traummann, und Gigachad ist halt wirklich so. Ich habe den ultimativen Gigachad geheiratet. Kann ich eine Affäre anfangen? Zum Beispiel mit Kaiser Heinrich? Er ist auf einer Reise, deswegen kann ich den nicht verführen. Was ist das denn für ein Bullshit? Wann ist der denn wieder da? Oh, ich könnte auch mit meinem... Ich könnte auch mit meinem eigenen König eine Affäre beginnen. Ich hätte auch gar nicht heiraten müssen und hätte mir einfach ein Kind mit meinem eigenen König machen können und dann aufdecken, dass das sein Kind ist und einfach Galizien erben. Schade. Aber ich kann auch einfach so eine Affäre mit ihm anfangen. Oder ich suche mir jemanden für eine Affäre, der gute Traits hat. Dann glaubt quasi mein Mann, dass das Kind von ihm ist. Aber eigentlich habe ich die guten Traits von woanders. Damit habe ich dann das Beste vom Besten von allen Seiten quasi. Ja, fangen wir mal mit meinem König an und gucken dann weiter. So, ihr habt keinen Hofarzt, ja, weil die alle scheiße sind. Die sind alle scheiße. Muros sind uralte Wesenheiten von großer Macht, die hier schon seit Anbeginn unserer Welt leben. Die Muros sind begabte Schmiede und man sieht sie kaum an der Erdoberfläche. Ihre Maiden sind verzauberte Gestaltwandlerinnen von großer Schönheit, die die Tunnel und die Unterwelt bewachen. Das Feuer flackert und erlischt, als die Greisin ihre Geschichte beendet und die Kinder dazu anhält, sich bettfertig zu machen. Das ist süß. Ja, Emma, das habe ich auch probiert. Ich habe nur nicht genug Single auf meinem Hof. Das war auch meine erste Überlegung, das zu tun. Ich habe 5 Ritter und die sind alle verheiratet. Und waren es auch schon, als ich gestartet habe. Das ist eigentlich auch das, was ich normalerweise tue. Aber ich könnte den Dude rekrutieren, aber der ist halt nicht worth it, rekrutiert zu werden, weil der auch suckt. Aber ich könnte... einen Hügelspezialisten anwerben. Der ist auch schon verheiratet. I can't. Aber... der ist zumindest, was das angeht, besser. Aber es hat auch verheiratet und die suckt halt auch. Aber da ist doch noch Gäste. Ja, aber die sacken alle. Ich kann mir keine neuen Ritter leisten gerade, leider. Okay, ich muss echt nicht für ein Turnier üben. Das bringt bei mir echt gar nichts. Ich kann Karawanenführer ganz gezielt suchen. Ich kann aber auch Ritter einladen für 150 Prestige und einfach mal gucken, was so angespült wird. Ja, aber Gäste kann man ja verheiraten. Ja, aber ich kann Gäste nur mit Höflingen von mir verheiraten. Und ich habe keine Höflinge mehr, die nicht verheiratet sind. Nur noch den da. Ja, aber ich kann mir das Rekrutieren nicht leisten. Darum geht's ja.
Aber die ist gut. Die ist sehr gut. Die ist auch sehr gut. Die ist sehr, sehr gut. Ich hoffe nur, dass das jetzt mein Höfling nicht wegzieht, weil der hier keinen Job hat. Aber müsste, dürfte eigentlich bei einer nicht matrilinearen Hochzeit müsste sie zu mir kommen. Ja. Warum hasst sie mich? Männlich dominiert, Kulturakzeptanz, hinterlistig, zynisch, kurze Herrschaft. Ja, darauf habe ich nicht geachtet. Das heißt, ich habe jetzt gleich eine Hofärztin, die mich hasst. What could basically go wrong? Was eine Scheiße. Hattest du Familien generieren deaktiviert? Nee, habe ich vergessen. Das war, glaube ich, der Fehler, den ich gemacht habe. Aber ist nicht schlimm. Ist ja auch ein bisschen realistischer so, dass die sich alle da gegenseitig untereinander auch beglücken. Nennen wir es beglücken. Ich weiche mich gemütlich im Badehaus ein, weil ich endlich mal etwas wohlverdiente Freizeit habe, als von irgendwo in der Nähe eine raue Stimme meine ruhigen Gedanken stört. Habt ihr die von gesehen? Und diese lächerlich winzigen, ein wenig tiefer im Raum entdecke ich Emmangard, die obszöne Gesten macht und von einer Horde an Speichelleckern umgeben ist. Es ist kaum zu übersehen, dass sie mich alle anstarren. Reden die über meine Kleinen? Oh mein Gott! Ich kenne sie kaum, doch schon jetzt fühle ich mich, als ob ich sie hasse. Wie kann Emmangard es wagen, mich öffentlich zu verhöhnen? Diese Erniedrigung werde ich nicht vergessen. Ich kann sie töten. Ich habe sie extra gerade geholt. Und jetzt kann ich sie töten. Und ich werde sie sowas von töten dafür. Dann muss er doch die andere heiraten. Du kannst eine eigene Religion gründen, indem du kannst einen neuen christlichen Glauben quasi gründen. Und wenn du keinen christlichen Glauben gründen möchtest, dann musst du erst zu einer anderen Überreligion wechseln und kannst dann dort eine eigene Religion gründen. Du gründest quasi keine komplette nackte Religion an sich, sondern du spaltest deinen Glauben immer ab bei Crusader Kings 3. Das ist aber schnell eskaliert. Ja. Ja, 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 ja. Dankeschön, Schneewald, für 76 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Passt doch, oder? Also damit, dass das schnell eskaliert. Passt zu uns. Kannst du Jedi werden? Nee. Und ich glaube, um Jedi zu werden, gibt es nicht mal ein DLC. Was mich daran erinnert, ich kann mich eigentlich hier hinsetzen. Dann seht ihr mehr von meinem Charakter da unten in der Ecke. Und Dankeschön einfach nur für 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich bin 17 und habe immer noch kein Kind. So, wir können ihm entweder was Frommes, was Unterhaltsames oder was Bildungstechnisches schicken. Er ist ein religiöser Eiferer. Ich auch. Ich glaube, was Frommes wäre sinnvoll. Das hat funktioniert und war richtig. Kein Tag vergeht, ohne dass Suffragenbischof Ubaldo sich während seiner Predigten über mich lustig macht. Dieses besessene Monstrum ist sich sicher, dass ich mit den Mächten der Finsternis im Bunde bin und wird nicht ruhen, ehe die Bauernschaft gegen mich aufgewiegelt hat. Wenn ich das so mache, dann wissen das alle, dass ich das gemacht habe. Ich lasse das jetzt erstmal so und töte ihn dann hintenrum. Ich habe jetzt eine niedrige Gemeindekontrolle deswegen bekommen.
Aber das kriegen wir gefixt, auf jeden Fall. In 8 Monaten. Ich werde den dann so töten. Aber ich muss einen Mordkomplott nach dem anderen abschließen. Ich kann die nicht gleichzeitig machen. Ah, gucke mal, aber das ist auch ein guter Ritter. An den Hof rekrutieren. 25 Gold, das können wir uns leisten. Das gefällt uns. Und dann können wir ihm nämlich auch eine Ehepartnerin finden. Und dadurch finden wir vielleicht eine bessere Ehepartnerin. Zum Beispiel sie. Das wird dann meine neue. Mein verhasster Geliebter. Als ich König Garcia näher komme, weiß ich nicht, ob ich ihm die Kleider vom Leib reißen oder das Lächeln aus dem Gesicht prügeln soll. Er küsst mich, eine Herausforderung. Ich ziehe näher zu mir, ein passender Konter. Die im Zwist liegenden Gefühle in meiner Brust spiegeln sich in unseren Körpern wieder. Und wir verbringen die Nacht damit, einander sowohl Beleidigungen angedeihen zu lassen, auch als Lust zu spenden. Ich habe das Gefühl, das ist highly toxic. Küsst mich erneut, oh grauenhaftes Monster, oder lasst mich in Ruhe, seid zwischen den Küssen zu nichts zu gebrauchen. Seit wann gibt es das? Mit dem können wir schon eine länger gehende Affäre eingehen. Ihr verführt König Garcia trotz ihrer Rivalität in einer leidenschaftlichen Nacht. Oh, das war mein Rivale, deswegen. Ich habe den quasi verführt, obwohl der mein Rivale war. Und deswegen hassen wir uns. Und jetzt halt nicht mehr, weil wir jetzt verführt sind. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass man Rivalen verführen kann. Lamau, das ist richtig funny. Oh, gucke mal. Die, die ich als Heilerin haben möchte, ist krank. Das sackt. Und meine, die ist scheiße. Ja, ich tausche die jetzt auch. Oh mein Gott. So sehr ich mir auch den Kopf zermartere, die Zeichen sind eindeutig, ich bin schwanger. Allerdings ist das kein Grund zur Freude, da kein Zweifel daran besteht, dass meine Affäre und Lehnsherr König Garcia der wahre Vater ist und nicht mein Gemahl. Das werde ich niemandem sagen. Mein Mann soll sich freuen. Sagt mir, ist das wirklich von mir? Naja, wir hatten keinen Sex bis jetzt. Aber es ist Gottes Empfängnis. Es ist auf jeden Fall von mir, deswegen lächle ich schief und sage, natürlich ist es von euch, Rodrigo. Und ich hoffe einfach, dass es mir glaubt. So, ich nehme mal die stattdessen, weil die andere mich hasst und ich will eigentlich keine Hofärztin haben, die mich hasst. Das ist nicht so geil. Und wird die auch parallel direkt als Tutor auch nutzen. Hofärztin und Tutor ist eine gute Kombi für eine Person. Jut. Geil. Und dann würde ich sagen, die hat das überlebt. Die hat das überlebt. Und jetzt hasst sie mich noch mehr, weil ich ihr das Hofamt geklaut habe. Was eine blöde Kuh. Kann ich mir den leisten? Der kann auch kämpfen. Nee, ich habe kein Geld mehr, um mir den zu leisten. Hat mein Ehemann kein Geld? Warum hat mein Ehemann kein Geld? Wie Arzt und Tutor gemeinsam. Naja, sie ist halt für beides gut. Deswegen kann ich sie für beides einsetzen. Die verdient dadurch halt mehr Geld, weil sie halt jetzt beides parallel macht. Aber für Arzt und Tutor brauchst du bei beidem Bildung. Und das kombiniert sich ganz gut, dann einfach eine Person zu haben, die scheiße gut in Bildung ist und die dann halt als Hoftutor auch zu nutzen. Das mache ich eigentlich immer wieder ganz gerne, was das angeht. Ja. Okay, Petition an den Lehnsherrn. Die Frage ist halt, kann ich ihn... Boah, einen Ratsposten will ich nicht. Ich will auch keine Grenzbefestigung. Ich hätte gerne, dass er mir
Menschen schickt. Untertanen umsiedeln. Das geht aber noch nicht gerade. Schade, das wäre geil gewesen, wenn das gehen würde. Aber es geht erstmal gerade noch nicht. I've got a child. Und sie hat keine Stats von mir geerbt. Ich habe eine wunderschöne Tochter geboren. Sie kommt nichts ahnend von jenem Geheimnis zur Welt, welches ich auf ewig für mich behalten muss. Ich habe Angst davor, was geschehen könnte, wenn jemand herausfindet, dass meine Affäre und Lehnsherr König Garcia der wahre Vater ist. Oh Kleines, wie sollst du nur heißen? Ich nenne sie bestimmt nicht gleich, wie ich heiße. Wir geben ihr einen guten katholischen Namen, weil das so ein kleines, uneheliches Bastardkind ist. Und da sind dann katholische Namen besonders unauffällig. Nennen sie Grazia in Anlehnung an den Vater. Er heißt ja Garcia. Nicht Grazia. Judith finde ich süß. Patricia finde ich süß. Maria ist auch süß. Beatrice, Philippa. Philippa ist schön. Philippa, mein Bastard. Aber es ist ein richtiges Schmutzkind. In diesem Spiel. Hallo Big Mo. Nein, sie ist krank. Also, das heißt nicht, dass ich wollte, dass sie instant stirbt. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. So war es nicht gemeint. Aber, ich meine, ich habe ja gute Werte. Das heißt, wenn ich jetzt auf Charakter finden gehe und wir sagen jetzt, ich möchte einen schönen Trade haben, ich möchte schöne Kinder haben, lasst uns das erstes Mal festigen. Dann kann ich ja mal schauen, was gibt es denn für... Gibt es in meinem ganzen Umfeld keinen einzigen Dude, der noch wunderschön ist? Das kann doch gar nicht sein. Es gibt einfach in unserem obersten Reich keinen einzigen anderen wunderschönen Dude. Crazy. Erwachsen, Geschlecht, männlich. Oh, das ist cool, Minu. Den gäb's halt. Aber das ist halt niedrige Geburt. Niedrige Geburt will ich nicht haben. Der muss schon zumindest ein bisschen was an Prestige haben. Dann lass uns nicht für wunderschön gehen, sondern zumindest für stattlich. Da haben wir sicher mehr Auswahl. Ja. Wespisch, katholisch, tschechisch. Das ist halt so auffällig, wenn die Kinder dann nicht spanisch aussehen, sondern skandinavisch. Prinz Donald, der Schöne von Schottland. Ich weiß ja nicht. Das fällt nicht auf, oder? Was hätten wir denn sonst? Wir könnten sonst auch für den Herkules-Trade gehen. Das sind alles keine Spanier. Joachim von Schleswig. Mit dem kann ich mich nicht unterhalten, weil der ist Sachse. Aber der hat einen Herkules-Trade. Die Wahrscheinlichkeit ist nur bei 50%, dass das klappt. Der Typ hat nicht gecheckt, dass du ein Kind hast, ohne mit ihm geschlafen zu haben und trotzdem schwanger bist. Dem fällt das auch nicht auf. Ich hoff's. Ja, wir müssen mit dem ja nicht reden können. Der soll nicht reden, der soll bumsen. Das ist furchtbar. Seid furchtbar. Ja, das Problem ist, die wird daran auch nicht sterben. Also die Kinder werden schon krank, aber die sterben halt in Crusader Kings 3 nicht daran, dass sie krank sind.
Nimm doch einfach den muslimischen Nachbarn, das fällt niemandem auf. Von denen ist keiner prächtig. Keiner von den Dudes da ist prächtig. Ich will ja nicht einfach nur irgendwen. Wo könnte ich denn das Kind hin verschachern? Nee, ich will auf jeden Fall, wenn, dann muss das hier katholisch sein. Was wäre das für ein Fürstentum von Deobard? Das ist in England oben, ne? Das ist auch der Haupterbe. Das ist eine gute Partie. Das ist actually eine gute Partie. Das ist eine sehr gute Partie. Das hat auch nur 1% Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Aber dass der kleine Junge ist halt der Haupterbe von dem Bereich da oben. Das heißt, sie würde halt auf jeden Fall, also ich hätte auf jeden Fall Armee, die mich unterstützt, was ich mega gut finden würde. Und wir hätten halt auch, also wir könnten auch tatsächlich, wir könnten auch für eine Prachthochzeit gehen. Weil wir haben 16 Jahre Zeit, um das Geld dafür zu sparen. Also wenn ich auf Prachthochzeit gehe, kann ich... Nur die dominante Seite in einem Verlöbnis kann anbieten, eine Prachthochzeit anzurichten. Ah, weil wir nicht matrilinear sind, können wir das nicht anbieten. Aber das ist eine richtig gute... Das ist eine richtig gute Partie. Das würde ich machen. Ich kann es ja im Zweifelfall immer noch abbrechen und sagen, nee, du kriegst sie doch nicht. Aber bis dorthin habe ich potenziell 16 Jahre ein Bündnis mit einem Dude, der stärker ist als ich. Und im Zweifelfall wird sie Herzogin. So, wir haben jetzt ermöglicht, dass Druckmittel fingieren komplott. Geheimnisse aufspüren kann auch Druckmittel einbringen. Lieben wir. Das heißt, ich kann jetzt Leuten noch einfach was anhängen. Da ist sie weg. Die blöde Kuh. Dafür, dass sie gesagt hat, dass ich kleine Brüste habe, musste sie sterben. Gut, dann suchen wir uns jetzt jemanden, der mir bei meinen ganzen Problemen helfen kann. Und Mechthild wirkt dafür großartig. Die ist ein Intrigenspinner, die ist lüstern und die ist rachsüchtig. Und genau dich möchte ich... Es tut mir so leid, dass ich dir direkt eine neue Frau suche, nachdem ich deine alte Frau getötet habe. Freuler. Aber das macht ja erstmal nichts. Weil du wirst mein neuer Spitzel. Geil. Und damit kann ich die jetzt einmal tauschen. Die mag mich nicht. Was nicht so geil ist. Aber wir werden gleich einfach ein Dings machen. Ein Festmahl. Und dann wird sie mich mögen. Okay. Und dann müssen wir meinen Bischof loswerden. Weil der hasst mich auch. Ich vernehme ein Gerücht und gehe in mich und endlich wird mir alles klar. Mein Höfling Uraka ist versiert in der Kunst der Intrige, als es den Anschein hat. Es macht mich doch ein wenig nervös zu wissen, dass es da noch so jemanden bei Hofe gibt. Allerdings könnte ich einen erheblichen Nutzen daraus ziehen, wenn ich sie dazu bringen kann, mir zu vertrauen. Let's try. Das ist der alte Ratsspitzer, den ich hatte, den ich gefeuert habe. Es dauert viele Tage, doch endlich begegne ich Uraka zufällig, als sie gerade alleine ist. Werte Uraka, ich wollte eigentlich... Ihr kommt in einem Raum, in dem euer Ehepartner gerade einen jungen Pagen anschreit, weil dieser einen Teller fallen gelassen hat. Was tut ihr? Möchte sie mich auf die Probe stellen? Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, sie wissen zu lassen, dass wir so einiges gemeinsam haben. Natürlich wird der Page bestraft. Das bekämen sie ohne mich sicher besser hin. Ich würde sie beide bitten, mir ihren Standpunkt zu schildern. Natürlich wird der Page bestraft. Die Frau ist sadistisch. Naja, nachsichtig und sadistisch. Sie hält nachdenklich in den Vettern fort. Während eines Marsches in die Schlacht, gerade als ihr euer Lager aufschlagt, nähert sich euch ein Offizier.
Er fragt, wie mit einem Spion zu verfahren sei, den man ertappt hat. Wie kann es denn sein, dass sie nachsichtig und sadistisch gleichzeitig ist? Ist das nicht ein massiver Widerspruch? Sie fügt nur sehr kurz Schaden zu. Ich würde sagen, ein Spion, sei es drum, wir marschieren weiter. Wir gehen für den grausamen Teil. Überall, wo ich hingehe, blicken mich meine Priester mit einem Mangel an Respekt an. Es kursieren unbegründete Gerüchte, wonach mein Hunger nach Land und Gold mich von Gott fortgeführt hat und dass mir gottlose Söldner wie Rodrigo El Cid Campeador dienen, die es nicht schert, für wen sie kämpfen. Das ist mein Ehemann. Ihre törichten Geister beherbergen verklärte Wahnvorstellungen von ritterlicher Kriegskunst, bei der nur die Frommen ihren Glauben verteidigen, wo unsere Lebensweise durch nur wegen Menschen wie ihm sicher ist. Dennoch gilt, wenn ich mir die Gunst meines Klerus bewahren will, ist es womöglich an der Zeit, dass Rodrigo von mir verbannt wird. Ich soll meinen Ehemann verbannen? Mein Gemahl hat mein Vertrauen und er wird bleiben. Das ist mein Gigachat. Das können die vergessen. Sie legt die Stirn in Falten und ihr Blick wird kalt. Ihr trefft eine Entscheidung, sagen wir, dass alle Steuern in einer Grafschaft steigen sollen und euch kommt zu Ohren, dass einer eurer Vasallen eure Entscheidung öffentlich in Frage stellt. Wie sieht eure Antwort darauf aus? Ich würde versuchen, den Affront zu ignorieren. Hierum muss man kein Aufhebens machen. Nun, ich würde ihn zur Rede stellen und zwar lautstark. Eine Meinungsverschiedenheit sollte man im Gespräch beilegen. Ich bin arrogant, ich ignoriere das. Hallo Chaos Ace. Sie runzelt die Stirn und geht einen Schritt zurück. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn ihr mich in dieser Sache nicht mehr belästigt. Okay, sie mag mich nicht. Scheiße. Sie mag mich nicht. Der Dude ist auch sadistisch. Warum lasse ich mich nur auf sadistische Leute ein? Was ist da los? Was ist da los? Nur Sadisten. So, was kann ich denn... Ich kann dich schon mal unterrichten... Nee, du hast ja noch keinen Schwerpunkt. Das Feuer knistert, es gab etwas zu trinken und Rodrigo will eine Geschichte von mir hören. Als erstes fällt mir eine galizische Sage ein, ein Klassiker, der stets zu gefallen weiß. Andererseits könnte ich auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Vielleicht diese, ich wurde Herrscher von Grafschaft Corona. Ich erzähle meine eigene Geschichte, ich bin arrogant. Seems like you have a type, ist wirklich so. 9 Monate braucht das noch. Als müsste ich ein Kind ausbrüten, dabei will ich nur wen loswerden. Wie sieht's denn hier aus? Oh, der findet das nicht geil, dass ich mich an ihn rangemacht habe. Das hat nicht funktioniert. Scheiße. Das ist nicht so gut gelaufen. Haben wir noch jemanden?
Ich könnte mich an den Bischof ranmachen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das klappt. Schade, Schokolade. Ja, ich bin halt nicht auf Verführung gegangen. Das heißt, ich habe da bis jetzt noch keinen Bonus. Das heißt, es ist ein bisschen herausfordernder. Ich könnte auch einfach mit Gomez was anfangen. Der ist bei mir auf dem Hof. Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Warum wollen die mich alle nicht? Warum wollen die mich alle nicht? Was hatten wir? Wir hatten... ist das... Nee, ist das nicht stattlich? Damit bin ich meinen Bischof los. Jetzt habe ich einen neuen Bischof. Er mag mich auch nicht. Aber der ist richtig krass. Vielleicht konzentriere ich mich erstmal darauf, dass der mich mag. Weil der ist richtig krass. Den will ich eigentlich nicht loswerden. Der hat 21 in Bildung. Das ist richtig gut. Und dann sage ich dem gleich mal, warte mal, welcher Nachbar ist denn... Du bist schwach, oder? 434. Jawohl. Dann sage ich dem gleich mal, ich hätte gern das hier. Das hat nicht geklappt. Prinzherrin, habt ihr gehört, wie man euch nennt? Sagt mein Höfling Gisela zu mir und von einem Fuß auf den anderen tippend. Man nennt euch Gräfin Xuana die Lahme. Nicht gerade das, was man wohl als schmeichelhaft bezeichnen würde, doch ihr werdet daran wohl nichts ändern können. Warum hasst mich dieses Spiel? Also, wieso werde ich denn als Gräfin gemobbt? Der Zwerg von Brixen. Ich mache halt jetzt auch einfach gar kein Geld mehr. Das ist echt schwierig. Das ist echt sehr, sehr schwierig gerade. Also wirklich. Dankeschön der Atomic Onion für 21 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das ist, das ist wirklich alles schwierig.
kann mein König nicht einfach ein Turnier veranstalten? Und warum hat der Dude jetzt der Starke? Achso, das ist der andere, das ist der Galizische, der andere ist der von Kastilien, sein Bruder. Warum haben wir auch so wenig Kinder? Ich bin 20. Ich war erst einmal schwanger. Was ist da los? Das ist alles scheiße. Geil. Und machen wir wieder Plus. Lahm im Bett, drum auch der Name. Wow. Wir machen das anders. Ich habe ja keinen Mordkomplott gerade. Wir besorgen uns das Geld anders. Find mal ein paar Sachen über andere Leute raus. So, und jetzt haben wir einen fallen gelassenen Anspruch auf Pravia, was ganz gut ist. Geheimnisse aufspüren, Komplotte stören, schnelle Hinrichtung. Wir fangen mit dem Dreckwühlen an. Dann können wir nämlich entführen. Und für Entführung kriegen wir Geld. Und wir müssten auch stärker sein, weil wir stärkere Verbündete haben. Aber unsere Verbündete brauchen länger, um da zu sein. Deswegen sollten wir da nicht blind reinlaufen. Wobei die Frage ist halt, ob die starke Armeeführer haben. Ah, meine Tochter ist neugierig geworden. Das heißt, wir können die jetzt auch unterrichten. Und die hat... das darf niemals sie erfahren. Das fällt auch gar nicht auf. Und... wir wollen sie auf jeden Fall... bei meinem Suffragenbischof ausbilden. Und sie ist jetzt auch wieder gesund geworden. Sie ist nicht mehr kränklich. Das ist gut. Gräfin Xuana, Liebling meines Herzens. Ihr habt euch als treu und ergeben erwiesen. Und für diese Dienste möchte ich euch belohnen. Jetzt bin ich die Ratsverwalterin von Galizien. Und damit machen wir jetzt auch Geld. Das funktioniert doch. Das funktioniert doch. Das klingt doch wundervoll. Ich frage mich halt, ob ich mit meinem Dude durchbrennen könnte. Aber ich glaube nicht. Geheimnis aufdecken, Entführung von Affäre trennen, Thronanspruch, Druckmittel fingieren. Mich zum Regenten ernennen. Graf Vasco von Monterrey hat offenbart, mit wem ich mich im Geheimen treffe.
Die Wahrheit verbreitet sich wie ein Lauffeuer und offenbar war unsere Leidenschaft doch nicht so gut verborgen, wie wir dachten. Scheißen. Also du wirst das auf jeden Fall... Ich krieg den nicht mal getötet. Wieso nicht? Dich muss ich mir merken. Ja, das ist jetzt scheiße. Mein Ehemann ist nicht so begeistert von mir gerade. Ich werde meine Affäre mit dem König nicht beenden. Das wird mein Ehemann scheiße finden. Aber das ist mir echt komplett egal. Ich kann um eine Begnadigung ersuchen bei meinem König, der auch meine Affäre ist. Und deswegen, meine Freunde, sollte man seine Affäre immer weise wählen. Ist doch alles supi. So. Und dann kümmere ich mich darum, dass mein Radspitzel mich mag. Und mit der möchte ich eine Freundschaft eingehen. Und das ist dann schon mal ganz gut. Ich glaube, das soll so nicht. Doch klar. Ich muss das ja bei meinem Lehnsherrn quasi einholen. Ach lol, da gibt's einen Bauernaufstand. Ich habe eine weitere Tochter bekommen. Die ist eindeutig von mir, die ist auch zart. Ich habe eine wunderschöne Tochter geboren. Sie kommt nichts anderes von jedem Geheimnis auf die Welt. Ich glaube, alle anderen wissen schon von dem Geheimnis. Wir haben jetzt Philippa. Und dann holen wir uns zu Philippa, holen wir uns noch Magdalena. Marina, Helen. Helen ist auch schön. Christina ist auch schön. Wir wollen auf jeden Fall für die ganzen untreuen Kinder christliche Namen haben. Stefania ist auch schön. Mencia, Estefania. Let's go for Estefania. Philippia. Philippa und Estefania ist schön. Aber der wahre Vater weiß es. LOL. Er weiß, dass es sein Kind ist. Kann ich das aufdecken? Ah, nee, dann wird es nur eine umstrittene Abstammung. Das ist scheiße. Eine umstrittene Abstammung reicht mir nicht. Ich brauche, wenn dann, eine klare Abstammung, weil dann wird sie die Haupterbin von Galizien. Das wäre krass, weil sie halt das älteste Kind ist von ihm. Kannst du Alimente verlangen? Ich glaube leider nicht. Wobei, Petition an den Lehnsherrn. Kriege ich von dem Geld? Ich habe halt keine Schulden. Ich kann die Schulden nur bezahlen lassen, wenn ich genug Schulden habe. Ich könnte mich verschulden und gucken, ob er es bezahlt. Was ich halt noch gucken möchte, ist, eigentlich müsste ich beim Papst drum bitten können, dass meine Sünden vergeben werden. Dann habe ich auch nicht mehr den Titel Ehebrecher. Das ist tatsächlich ganz cool, weil das dann einfach wegfällt. Du kannst das einfach wieder deleten im Katholizismus. Du kannst dich einfach literally mit Gold von deinen Sünden reinwaschen. Das ist sehr praktisch. So, ich hätte jetzt gerne auch noch ein tolles Kind. Ein schönes Kind.
ich nicht von ihm hab. Holy shit. Warte. Emira Yasha von Batalvayas bringt mich derart zur Weißglut, dass ich mich mitunter kaum erinnern kann, worum es bei unserer Fehde überhaupt geht. Doch es spielt jetzt keine Rolle. Ich halte seine Asmona entflammt vor Leidenschaft in den Armen. Wait, what? Bald wird Yasha davon erfahren, sei es durch mein hämisches Grinsen oder durch die gut bezahlten Gerüchte. Ich werde dafür sorgen, dass Yasha es erfährt. Ein verbotener Kuss wird diese Rivalität besiegeln. Und dann kann ich einfach mit seiner Frau schlafen? Ist dein Ehemann unfruchtbar? Nee, der mag mich nur nicht. Und ich kann mich nicht mal von ihm scheiden lassen. Und das, ich kann mich nicht mehr von ihm scheiden lassen und das, obwohl ich ihn konstant betrüge. Und er hasst mich halt, weil ich ihn konstant betrüge. Aber ich kann Druckmittel fingieren und kann, und dann, also theoretisch gesehen, aber ich, also ich will mich da auch nicht von ihm scheiden lassen, aber ein Druckmittel ist ja per se erstmal keine schlechte Idee. Und dann kann ich ihn erstmal nochmal darum bitten, dass er mir verzeiht. Da gibt's gerade gar nichts zu verzeihen. Aber meine, also ich bin halt ultrasündig. Du bummst dich auch nur durch die Welt, kein Wunder, mager dich nicht. Ja, der soll sich nicht so anstellen. Der soll sich nicht so anstellen. So, wenn ich jetzt ein Prachtturnier plane und ich würde das in Corona machen, dann könnte ich jetzt hier einen Wettbewerb auswählen. Turnerei, Bogenschießen, Vortrag, Tjost, Ringkampf, Duell, Brettspiel oder Pferderennen? Wir könnten so einen Vortrag machen. Aber ich will eigentlich ein, ich möchte eigentlich ein Turnier, das wäre ein Scheingefecht zu Pferd und zu Fuß zwischen zwei Mannschaften. Und ich will kein Scheingefecht, ich will, dass die um ihr Leben kämpfen. Eine Reihe bewaffneter Zweikämpfer, die zu Fuß ausgetragen werden und bei denen die Teilnehmer versuchen, ihre Gegner zu entwaffnen oder mehr Punkte, als diese zu erzielen, bis nur noch ein Trainer übrig ist. Ich, können wir um unser Überleben kämpfen? Das kostet 200 Gold. Gibt es was, was günstiger ist als 200 Gold? Ja, ein Duell ist günstiger. Ohne Pferde, ist auch klar. Und das heißt, ich kann quasi jetzt einfach mal sagen, hey, wir machen nur ein Duell. Eine Reihe bewaffneter Zweikämpfer, die zu Fuß ausgetragen werden und bei denen die Teilnehmer versuchen, ihre Gegner zu entwaffnen. Oder mehr Punkte ist, diese zu ziehen, bis nur noch ein Teilnehmer übrig bleibt. Fortfahren. So, wir machen das in Corona. Ich nehme einfach den dafür. Und als Champion kann ich meinen Ehemann nehmen. Geil, mein Ehemann muss jetzt für mich kämpfen.
Wählt euren Vorsatz für die Aktivität Prachtturnier. Ihr konzentriert euch darauf, eure Anspannung abzubauen, indem ihr nach entsprechender Möglichkeit sucht. Gewinnt auf Kosten aller anderen Wettbewerbe bei dieser Aktivität Prachtturnier. Dies führt oft zu besseren Belohnungen für den Siegesfortschritt und zu besonderen Gelegenheiten und Ergebnissen. Ihr versucht, euren Hof mit neuen und mächtigen Rittern zu erweitern. Dies führt oft zu Rekrutierungsmöglichkeiten. Euer Ziel liegt darin, das Leben eurer Zielperson zu beenden. Dies führt oft zu besonderen Gelegenheiten und Möglichkeiten für einen Mord. Ihr habt nur eines im Sinn, euer Ziel zu verführen. Dies führt oft zu besonderen Ereignissen und Optionen, um diesen Wunsch zu erfüllen. Oder anfreunden. Und dann kann ich da ein Ziel definieren. Und dann könnte ich mich an meinen eigenen Ehemann ranschmeißen. Oder ich suche meine neue Affäre. Ich meine, ich muss ja von dem nur einmal schwanger werden. Dann habe ich vielleicht das Herkules-Gen. Kann man auch für den Mord des eigenen Champions aus sein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, den eigenen Champion kannst du nicht töten. Dankeschön, Neratex, für 13 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Triumph ist aber auch gut. Das wäre halt für Prestige richtig gut. Rekrutieren wäre auch richtig gut. Ich habe halt nicht genug Geld für Rekrutieren. Aber ich könnte mich an meinen eigenen Ehemann ranschmeißen, damit er mich vielleicht nicht komplett hasst. Aber ich kann es mir auch nicht leisten. Es ist so teuer. Ich brauche da trotzdem noch mal 140 Gold mehr. Aber es ist cool. Also jetzt weiß ich zumindest, wie das halt in etwa dann aussieht. Ich kann es mir nur leider einfach noch nicht leisten. Weil das trotzdem teurer ist, noch um einiges. Frag doch den Papst nach Geld. Das funktioniert nicht. Ich habe nicht genug Glauben, um ihn um Geld zu bitten. Ich habe sündhafte Eigenschaften. Und er mag mich nicht. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, ja, ich kann meinen Ehemann noch einfach beeinflussen, aber ich habe gerade einen anderen Komplott laufen. Und so wichtig ist das mir jetzt auch nicht. Du bist die Sünde in Person. Warum mag dich der Papst dann nicht? Wir könnten eine Pilgerreise machen, um unseren Glauben zu erhöhen. Aber dann braucht es noch länger, bis ich genug Geld zusammen habe. Dass mein eigener Ehemann mich so sehr hasst. Ist furchtbar. Nee, die Pilgerreisen sind auch einfach viel zu teuer. Wir müssen ein bisschen Geld sparen. Es ist kein besonders gutes Zeichen, wenn der Hofarzt durchgehend selber krank ist, ne? Ich frage für einen Freund. Das ist alles zu teuer. Und die haben auch noch keine Kinder miteinander gemacht. Dabei hätten die auch eine gute Kombi.
Naja, wenn man durchgehend den Ehemann betrügt, kann der nicht so angetan davon sein. Ach, stellt euch doch nicht so an, Leute. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist offiziell der Bastard von ihm. Das heißt, wenn ich den legitimiere, erbt er das Königreich von Galizien. Es ist wundervoll. Wir machen auch einen christlichen Namen, damit alle sehen, wie katholisch gläubig ich bin. Dankeschön, Dr. Wann, für den Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank. So. Und ich meine, er hat jetzt eine andere Geliebte, aber das ist jetzt alles irrelevant. Ich würde jetzt hier meine Affäre beenden. Warte mal, erstmal, also der hat mich schon gedingst. Ich würde jetzt meine Affäre beenden. Weil ich habe jetzt quasi alles, was ich brauche. Und jetzt kann ich daran arbeiten, meine Ehe wieder in den Griff zu bekommen. Weil jetzt habe ich mein Erben. Ja, und jetzt muss ich nur noch hoffen, oder er hasst mich. Untreu, weigert sich, ich habe die Affäre beendet. Hat einen Bastard legitimiert, hinterlässt, wir kriegen das wieder in den Griff. Mein Schatz. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegen wir es auch nicht mehr in den Griff. Aber zumindest bin ich mit meinem Radspitze jetzt befreundet. Das heißt, bevor mein Ehemann versucht, mich umzubringen, kriege ich es mit. Rodrigo, da waren keine Gefühle. Du musst verstehen, ich brauchte einen Bastard. Ich könnte ihm ja erstmal ein Geschenk schicken. Ich könnte ihn auch meine Tochter unterrichten lassen, die nicht seine ist, aber er weiß es nicht. Meinen Sohn gebe ich ihm nicht, weil ich habe Angst, dass er den tötet. Aber meine Tochter könnte ich ihm zum Unterricht geben, die nicht von ihm ist, damit er mich mehr mag. Ich habe eine Reihe von Gerüchten über Graf Rodrigo im Umlauf gebracht. Keines von ihnen ist wahr. Und jemand sollte sie als die offensichtlichen Lügen anprangern, die sie sind. Gäbe es eine bessere Möglichkeit, dass jemand etwas bei Rodrigo guthaben könnte? Oh, geil! Ich kriege ein hartes Druckmittel gegen ihn, weil ich selber Lügen über ihn verbreitet habe. Mag mich gar nicht. Er mag mich wirklich gar nicht. Und jetzt habe ich auch noch ein starkes Druckmittel gegen ihn. Es wird nicht besser. Oh, was habe ich getan? Er ist so ein riesen Giga-Chat und ich habe so Schlimmes getan. Ich habe diesen armen Mann so krass gegaslightet. Und das Schlimme ist, ich glaube auch nicht, dass ich noch ein Kind kriegen werde mit dem. Weil
Also, weil der hasst mich wirklich hardcore. Aber ich kann mal versuchen, auf Verführungskomplottstärke zu gehen. Vielleicht kriege ich ihn damit dazu gebracht, dass er mich mag. Nee. Ich glaube, einmal betrügen wäre noch gegangen. Ich glaube, dreimal ist zu viel. Ich kann mich nicht entschuldigen. Aber ich könnte den Papst erpressen, damit er mir eine Ehescheidung erlaubt. Ich habe gehört, das hilft. Und dann würde ich vielleicht Ehemann wechseln, weil der ist halt krass, aber der ist so eine krasse Gefahr für mich, weil der mich auf minus 100% hasst und sämtliche Intrigen gegen mich bestärkt. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich den wechsle. Du hättest ihn damals doch verbannen sollen. Nee, ich habe ihn ja gebraucht. Dazwischen. Erbe wird Titelerben. Ja, ich weiß. Ich bedanke mich aufrichtig bei Gomez, während er mich wütend durch einen alchemistischen Nebel anstarrt. Es war nicht einfach, jemanden zu finden, der freiwillig meine Sammlung an Substanzen an sich erproben lässt. Für ihn war es ein Nachmittag voller Schmerz, brennender Empfindungen und gelegentlicher Bewusstlosigkeit. Wir sind noch nicht ganz fertig. Oh, der mag mich nicht mehr. Niemand mag mich. Ich kann das auf YouTube hochladen, wenn ihr wollt, ja. Einkerkern und hinrichten? Nee, das wäre zu hart. Einkerkern und hinrichten wäre zu... Oh mein Gott! Ich kriege ihn wieder dazu, dass er mich... Ich kriege ihn wieder dazu. Also... Theoretisch gesehen kann ich versuchen, ihn wieder dazu zu bringen, dass er mich nicht komplett hasst. Aber andererseits könnte ich mir auch einen besseren, jüngeren Ehemann suchen. Und... ihn einfach loswerden, also ich könnte ihn einfach als Kriegsherr behalten. Also ich will ihn ja eigentlich wegen seiner krassen Fee, ich will ihn als Champion haben. Ich habe ja auch ein starkes Druckmittel gegen ihn, womit ich ihn zwingen kann, bei mir zu bleiben. Ich muss ja mit ihm nicht verheiratet sein. Das heißt, ich gucke jetzt, dass er mich nicht mehr komplett hasst, lass mich trotzdem von ihm scheiden und kümmere mich um andere Dinge. Oh, der hat jetzt ein Druckmittel gegen mich. Der muss sterben. Der muss ganz dringend sterben. Das ist auch der Dude, der rausgefunden hat, dass ich eine Affäre habe. Das ist ein ganz großes Problem. Der Dude muss dringend weg. Der Dude muss um jeden Preis weg. Bevor der irgendwas nutzt gegen mich. 10 Monate, ja, muss schneller gehen. Wir müssen den wegbekommen, bevor der da irgendwas tut und macht. Als Mörderin möchte ich nicht bekannt sein. So, wir geben 150 Gold aus. Und ich bin keine Ehebrecherin mehr. Tja, von all meinen Sünden reingewaschen. Ich habe nie was getan.
Das ist alles nie passiert. Scheidung wäre auch das Beste für alle Beteiligten. Rodrigo sollte eine Ehefrau bekommen, die ihn liebt. Meine Güte. Meine Güte. Und Dankeschön für den Sub, Florian, und für den Tier 2 Sub vor allem. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Okay, dann deckt das halt auf, dass meine Tochter. Aber jetzt habe ich ein anderes, warte mal, jetzt hat er ein anderes Druckmittel gegen mich, oder? Ja. Jetzt hat er die umstrittene Abstammung. Der findet halt lauter Sachen über mich raus. Das ist überhaupt nicht gut, der muss ganz dringend weg. Also der muss wirklich ganz, ganz dringend weg. Ich habe gerade keine Zeit, mich um den anderen Typen zu kümmern. Ich muss mich hier um diesen Typen kümmern. Und ich muss einmal hier versuchen, Druckmittel zu fingieren, damit ich seinen eigenen Ratsspitzel gegen ihn aufgebraucht bekomme. Hat das mit dem Druckmittel fingieren? Ah. Dann geht mein eigener Mordkomplott, bricht dann ab. Scheiße. Daran habe ich nicht gedacht. Das bricht das dann ab. Aber das ist nicht schlimm. Es ist tatsächlich nicht schlimm, weil weil ich den sowieso erst brauche. Das ist der Ratsspitzel von ihm. Und mit seiner Hilfe bringe ich den dann um. Ich muss nur ein bisschen schneller werden in allem. Ich bin ein bisschen zu langsam. Ja, ich bekomme ohne den Mord eh nicht durch. Das ist wahr. Also ist eh ganz gut, dass wir das in die Richtung machen. Es wäre halt wichtig, dass... Also... Es wäre halt wichtig, dass mein Ehepartner mich nicht komplett hasst. Mein Gemahl, Graf Rodrigo, soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hierzu kann ich meine nächsten Sendschreiben an seinen Hof ein Kompliment beifügen. Ich habe jetzt erstmal gesagt, dass ich ihn heiß finde. Ich schnecke, du bist ziemlich sexy. Das kam gut an. Jetzt mag er mich schon 10% weniger wenig. Man muss die Leute nur Schnecke nennen. Wie schmeckt euch der Eintopf? Zwischen den Gemüsestücken schwimmt fette Brocken Fleisch, deren zähe Oberfläche gesprenkelt ist von etwas, das wie kurzes und schütteres Fell aussieht. Auf die Frage nach den Zutaten lächelt mein Leibkoch vielleicht nur beschwichtigend. Mir begehrt es nur, euch aufzutischen. Wow. Der hat versucht, mir Ratten zu verfüttern oder was das war. Schnelle Hinrichtung, das brauchen wir. Schnelle Hinrichtung, das wird uns helfen. Oh, und mein kleiner Sohn ist ein angehender Unruhestifter. Als ich die Küche betrete, ist sie dunkel und leer, die Luft rauchgeschwängert.
In einer Ecke finde ich das mit Flecken übersäte Kochbuch von Flane. Beim Kochen von Leber fiel auf, dass übermäßiger Bierkonsum die Qualität des Organs erheblich verschlechtern kann. Mir wird klamm ums Herz, als ich umblättere. Allerdings ist beim Kochen von jüngeren Kindern bis zum Alter von... Der kocht Kinder. Der kocht fucking Kinder. Ich pack den in den Kerker. Im Kerker kann man mehr mit Leuten machen, als wenn sie instant tot sind. Zum Beispiel könnte man sie foltern. Oh, dann mag mein Klerus mich weniger. Schade, dann sollte ich das vielleicht erstmal nicht tun. Es gibt schon, ihr seid immer bei Crusader Kings 3 Kannibalen. Halt den besser von deinen Erben fern. Das ist ein guter Punkt. Oh, guck dir mal, Rodrigo hasst mich gar nicht mehr komplett. Wir sind nur noch auf -57%. Das wird noch eine richtige große Liebe, ich sag's euch. Das wird noch eine richtige große Liebe werden. So. Kriegen wir für dich auch ein wunderschönes, eine wunderschöne Geschichte. Oh, ich werde dich nicht mit Herzog Ramon Benga verloben, der ist 53. Das machen wir nicht. Aber wir könnten dich mit dem, nee, der ist 24, das ist auch alt. Wäre es nicht wunderbar, wenn Bürgermeister Anzur meiner Schuld stünde und das nicht aus Angst, sondern aus Dankbarkeit, wenn ich ihn etwa von bösartigen Banditen retten würde, während er auf Reisen ist, beispielsweise vor Banditen wie den Männern, die gerade draußen vor meinem Burgtor warten. Ein schwaches Druckmittel reicht mir nicht, leider. Ich starte da nochmal neu und hoffe, dass ich ein schweres Druckmittel bekomme. Ein schwaches Druckmittel reicht mir nicht für den Mod-Komplott, den ich brauche. So, wir wollen hier nach einem Kind suchen. Wir wollen hier einmal, sagen wir, Altersunterschied maximal 10. Und eine Bündnismacht, genau. Zum Beispiel, der ist auch katholisch, aber das ist nicht der Haupterbe. Aber der zweite Haupterbe, hat der andere schon ein Kind? Nee. Und es wäre bretonisch, das auch nicht so weit weg. Und der ist 13, ist jetzt nicht der Hübscheste, aber er ist mitfühlend, zufrieden und tapfer. Der wäre auch ein viel besserer Haupterbe als der andere. Das würde funktionieren. Der wäre buckelig und wäre aber auch nicht der Haupterbe. Lasst uns damit gehen. Das ist eine großartige Kombination. Und dann müssen wir uns einmal merken, dass der sterben muss. Und alle seine potenziellen Kinder. Achso, nicht der, bei dem anderen. Warte mal. Und wo war das jetzt? Da. Da muss der da sterben. Das muss ich mir merken. Alan, merkt euch das bitte. Wen habe ich jetzt freigestellt? Euer Ritter. Gomez de Castro. Ja, das ist nicht so gut. Warum tust du das? Ich krieg den auch nicht eingekerkert. Der rennt dann weg. Ist nicht gut. Okay, aber wir haben jetzt auf jeden Fall zwei gute Bündnispartner. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und damit könnten wir unseren Nachbarn angreifen, der sich auch gerade in einem anderen Krieg befindet. Das heißt, wenn ich dem den Krieg erklären würde, hätte ich ein Problem,
weil das jetzt in dem Reich von einem anderen König liegt. Scheiße. Darauf habe ich nicht geachtet. Kacken. Das heißt, ich müsste, wenn dann, nach diesem Gebiet gehen. Aber ich kann dem auch so den Krieg erklären. Wegen dem Ringenkonflikt. Ich brauche gar keine Gründe für Krieg. Ich bräuchte nur Religionspunkte, die ich nicht habe, weil ich sündig bin. Aber daran arbeiten wir. So, dann kann ich den begnadigen, dann mag der mich und alles ist gut. Und es ist eh nur irgendein Vasall von mir, der da gestorben wäre. Das ist ja nicht so stressig. So, wie sieht's denn aus mit meinem Sohn? Bündnis macht Prestige-Hochzeit. Das ist für mich völlig interessant, weil meine Tochter schon mit dem Sohn verlobt ist. Das ist auch nur irgendein Graf. Das ist alles nicht das, was ich mir vorstelle. Was sind das denn für Bündnismächte? Das ist ja nix. Mit dem sind wir auch schon verbündet. Die haben ja alle nix. Ich dachte, mit so einer Prestige-Hochzeit kriege ich, weiß ich nicht, zumindest den Neffen zweiten Grades vom Heiligen Römischen Reich. Aber das Problem ist, glaube ich, dass ich einfach so dermaßen scheiße und irrelevant bin, dass das nix wird. Man kann zum Beispiel pilgern, um mehr Religionspunkte zu bekommen. Aber das kostet Geld und ich bin gerade geizig. Ich habe gerade andere Sorgen erstmal. Ich muss erstmal ein paar Leute loswerden. Und das wird mich ein bisschen Geld kosten. Deswegen ist das erstmal meine Hyperfixation. Ja, gut. Ich bekomme leider nur ein schwaches Druckmittel. Aber it is what it is. So, und wenn ich jetzt versuche, den hier zu töten. Jetzt muss ich warten. Meine Güte, weil das vorhin abgebrochen wurde. Der ist 61, vielleicht stirbt er auch so. Ich bin schwanger. Von meinem Ehemann. Ich habe nicht gedacht, dass das noch passiert. Aber er hasst mich auch nicht mehr auf -100%. Nee, das wollen wir nicht. Wollen wir jetzt mit dem zusammenbleiben oder wechseln wir Ehemann? Das ist jetzt eine wichtige Entscheidung. Wollen wir eine Umfrage machen, ob wir uns scheiden lassen oder nicht? Abwarten, wie das Kind wird. Ich heiße einfach die Lahme. Ich muss einfach den Titel die Lahme wegbekommen. Das kann halt nicht sein. So. Mein Dude hat jetzt eine Auszeichnung bekommen. Der ist jetzt Vorreiter. Eine Auszeichnung hat ein Haupt- und ein Nebenattribut, die mit steigenden Auszeichnungsrang Boni bringen. Jeder potenzielle... Wir haben noch einen Sohn zur Welt gebracht. Oh. Pajo ist süß.
Jeder potenzielle ausgezeichnete Ritter kann nur bestimmte Attribute erhalten, die meist auf seine Eigenschaften beruhen. Bei der Auszeichnungsnachfolge muss der neue Ritter dem Hauptattribut genügen. Das Nebenattribut kann unter Verlust von Ruhm gewechselt werden. Gewährt ein Attribut Zugriff auf besondere Kriegsvolkgefolge, denn nur wenn es das Hauptattribut ist. Ich verstehe kein Wort. Ja, ich muss mich da ein bisschen rumprobieren, wie das funktioniert und was es da so tut. Ihr wollt, dass wir zusammenbleiben. Oh, krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann brauche ich ja wieder eine neue Affäre. Ui, der Dude ist gestorben. Und jetzt haben wir, jetzt ist Prinz Alvin der neue Dude. Aber der hat gerade eine Regentin und der ist verlobt mit meiner Tochter. I see. Der wird es nicht überleben. Und das sage ich nicht mal meinetwegen, sondern ich glaube einfach, dass der nicht überleben wird. Weil er einfach sehr jung ist. Ah, und da kann ich einen Nachfolger quasi auch bestimmen. Krass. Okay, dann wollten wir uns hier um die Erbschaftsfolge kümmern. Dafür müssen wir den Dude einmal töten. Und dann können wir bei meinem Ehemann mal aufhören mit dem Beeinflussen und können uns stattdessen versuchen, uns zu... Ja, die Wahrscheinlichkeit ist noch nicht so gut, dass das was wird. Aber zu Liebesdingen kann ich ihn potenziell verführen. Warum genau hat sie nochmal den Beinamen die Lahme? Ich glaube, weil wir echt einfach absolut nutzlos sind. In allen Bereichen. Und meine Söhne haben leider... Nee, mein älterer Sohn hat Wohlgestalt nicht geerbt. Aber Estefania... ich meine Zart, aber Estefania hat Zart bekommen. Und Pajo hat auch Zart bekommen. Also zwei meiner Kinder haben leider den negativen Trait mit übernommen, was nicht ganz so optimal ist. Aber das ist okay. Aber das wird richtig schön werden. Er ist zynisch, demütig und bis jetzt neugierig und sie ist zufrieden. Das ist schön. Jetzt habe ich schon wieder Ehebrecher bekommen. Ich habe 150 dafür bezahlt, dass ich das verliere. Oh, was für eine Geldverschwendung. Was für eine Geldverschwendung. Ist das ätzend? Aber das Schöne ist, mein Ehemann hat sich mir schockiert, weil der wusste schon. Ah. Mein Sohn, der ist rauflustig.
Mein Ehemann kann ihn ausbilden. Absolut Weltklasse. Das wird ein kleiner Krieger werden. Dankeschön, Kaiser Lukas, für 10 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So, mein Ehemann und ich mögen uns endlich. Das ist zumindest schon mal etwas. So. Und was wir jetzt tun können, theoretisch gesehen, ist, wir könnten jetzt... Oh nein, Herzog Allan ist tot. Erschlagen und niedergetrampelt von seinen eigenen Untertanen. Die wütenden Bauern drehten durch, als sie ihrem Lehnsherrn durch die Straßen reiten sahen. Und sie zerrten ihn und mehrere seiner Ritter von den Pferden, um sie zu Tode zu prügeln. Zahlreiche Bauern wurden gehängt, unter ihnen auch meine Agitatoren. Das bedeutet, dass der Vorfall nicht zu mir zurückverfolgt werden kann. Das ist aber schade. Und schwuppsdiwupps ist meine Tochter verlobt mit dem Erben von Britannien. Wie konnte das nur passieren? Schade, dass sein älterer Bruder leider sterben musste. Surprise, Pikachu Face. So. Mein Dude und ich lieben uns jetzt. Wir haben tatsächlich unsere Probleme überwunden. Alles ist wundervoll. Und ich würde jetzt ein Prachtturnier veranstalten, weil wir jetzt endlich Geld dafür haben. Und ich würde das einmal direkt in Corona machen. Ich würde einen Wettbewerb hinzufügen. Und zwar einmal ein Duell, wo ich zuschauen möchte, was mich 100 kostet. Und dann würde ich gerne meinen Ehemann als Champion schicken. Und dann würde ich auf Triumph gehen. Für Prestige. Und dann müssen wir hier auf einfache Pavillons runtergehen und die Preise runtersetzen. Und dann fehlt mir 5 Gold. Komm schon. Komm schon. Prachtturnier beginnen. Da haben wir ein Turnier. Ist das schön. Und jetzt ist halt die Frage, die sich mir stellt, kann ich andere Leute dazu... Oh mein Gott. Da gibt es jetzt richtige Schauplätze. Alle Gäste... In 3 Monaten beginnt's. König, ein König sind in Korne eingetroffen. Ich habe Prestige bekommen. Ich bin gespannt, wie viele Leute jetzt letztendlich wirklich kommen. Schwell wird für die Qualifikation 10. Favorisierter Teilnehmer Arias. Ja, wir haben... Oh, jetzt sind schon 12. Wir haben halt nicht so viel Geld, was wir halt reinknallen. Was bedeutet, dass wahrscheinlich nicht so viele Leute mit dabei sein werden. Aber... Meine Ritter machen auch alle mit an dem Turnier. Oh, und jetzt habe ich hier einen Schauplätze. In der Taverne. Ausgelassene Stimmung. Essen und Trinken gibt es während des Turniers zur Freude der Teilnehmer reichlich. Und 3 Bauern scheinen sich etwas zu teilen, was wie ein ganzes Fass Wein aussieht. Nehmt dat Popanz.
Kleidet einer der Betrunkenen und wirft schlaff einen Stein auf den Menschen neben sich. Ardonio, Entschuldigung, ha? Das Opfer hält die Hand vors Gesicht und wehrt den Angriff ab. Helft mir, Drobomir. Ihr seid auf euch allein gestellt, Witzost, ruft der Letzte und stützt einen ganzen Becher in einem großen Schluck die Kehle hinunter. Sie sind stutzbetrunken. Es sollte ein leichtes sein, sie anzustacheln. Ich kann sie einfach anstacheln. Und dafür verliere ich Stress. Ah, und es werden auch automatisch Schauplätze besucht, wenn man einfach nichts tut. Das ist sehr cool. Und da sieht man jetzt auch hier, dass ein kleines Turnier veranstaltet wird. Ich will unbedingt ins Dorf. Und ich will überall hin. Es ist super cool gemacht, ey, holy shit. Dankeschön, Kaiser Lukas, für 10 Monate übrigens. Vielen, vielen lieben Dank. Wie wäre es, wenn zur Feier des Tages wir noch ein Kind machen? So als Idee. Nice, da ist noch ein König eingetroffen. Meine Tochter ist zynisch und zufrieden. Und es ist so passend, weil ihr Verlobter auch zynisch ist. Das wird eine wundervolle Ehe werden. Sie hat noch gar nichts, aber das passt auch. Oh, der ist 16. Der wird gleich Herrscher sein und seinen Regenten verlieren. Ja, es ist sehr schön. Wobei seine Verlobte halt erst 8 ist, aber das macht ja erstmal nichts. So, der wird als kleiner Krieger ausgebildet und der hat noch keine Charaktereigenschaft. Aber sieht klein und wohlgenährt aus. Okay. Prominente Gäste treffen ein. 3 Herzöge und ein König sind in Corona eingetroffen. Alter, wie viel Prestige man hier bekommt. What the hell? Und jetzt müsste ich ja hier ins Zeltlager einmal gehen können. Schlechte Luft. Als ich ins Lager trete, begrüßt mich ein stechender Geruch. Während ich versuche, mir die Nase zuzuhalten, damit mir nicht übel wird, kommt Goto auf mich zu und hält sich ein Taschentuch über Mund und Nase. Ihr solltet sofort gehen, Herrin. Die Teilnehmer werden krank. Die schlechte Luft setzt ihnen zu. Das Turnier muss verflucht sein. Ich muss rausfinden, wo das Problem ist. Auf jeden Fall. Ich will nicht, dass meine ganzen Leute krank werden. Goto kommt mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht zu mir zurück. Ich habe die Ursache gefunden, Herrin, verkündet sie und versucht, den Grinsen zu unterdrücken. Die Gäste fanden keinen Ort, um ihre Notdurft zu entsorgen. Daher wurde sie einfach in den Fluss gekippt. Die schlechte Luft führt Krankheiten mit sich, wie Hippokrates schon sagte. Und jetzt kann ich den Leuten sagen, dass das passiert ist. Und dann mögen sie mich mehr. Wer mag mich denn dann mehr? Waldemar von Dohlen, Herzog Matze und Graf Höhl. Alternativ bekomme ich frische Luft für meine Gesundheit und Ränkespiel-Lebenswandel. Also ich würde sagen, wenn sie selber nicht raffen, wo sie ihre Fäkalien hinschütten, ist das nicht mein Problem. Und ich gehe für den Ränkespiel-Bonus. Euer Champion Graf Rodrigo hat sich nicht für den Wettbewerb von ihr qualifiziert. Wofür habe ich dich geheiratet? Du nutzloses Stück. Was kann er überhaupt? Wir hätten uns scheiden lassen sollen. Das war völlig nutzlos. Die Teilnehmer marschieren auf das Feld, um ihre Plätze einzunehmen, während der Herold den Beginn des Wettbewerbs verkündet. Der quadratische Ring wird im Hintergrund geprüft, gerüttelt und geschüttelt, um sicherzustellen, dass er nicht nachgibt, falls ein Teilnehmer gegen ihn prallt. Die Qualifikationsrunde Duell ist zu Ende und es ist klar, wer ins Viertelfinale einziehen wird. Die unterschiedliche Tonlage und Lautstärke des Jubelns seitens der Menge lässt keinen Zweifel daran, wer die Favoriten sind. Möge der Beste gewinnen. Und der Dude ist der Favorit? Are you kidding me? Habt ihr die Stats von meinem Ehemann gesehen? Und das ist der Favorit.
Ich habe eine Wette zu platzieren. Wie kann ich das jetzt machen? Ich kann... Wenn der von hinten gewinnt, kriege ich 90 Gold. Wir probieren's. Das wird safe nicht funktionieren. Nicht mal in den Recall. Ich kann den Vorsatz noch ändern, ja. Das heißt, ich kann tatsächlich versuchen, mich jetzt stattdessen noch mit wem anzufreunden. Und ich würde mich da einfach mal versuchen, mit dem Dude anzufreunden, weil gewinnen können wir eh nicht mehr. Rodriguez ist auch dabei bei den Teilnehmern. Nee, er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Es sind nur noch 4 Teilnehmer verbleibend. Der heute verkündet lautstark, König Sancho von Kastilien, Hobach, Tello und Andres haben das Halbfinale erreicht. Okay. Mein Ehemann ist so nutzlos. Der Kampf zwischen König Sancho und Andres ist entschieden. Beide Teilnehmer stehen ihr Können schon unter Beweis. Doch letzten Endes sah es so aus. Sancho wurde nach einem klaren Urteil zum Sieger erklärt. Sancho zieht ins Finale ein. 2 Teilnehmer verbleibend. Der Kampf zwischen Tello und Hubert ist entschieden. Nach einem unbefriedigend einseitigen Kampf zeigt sich niemand vom Ausgang überrascht. Tello wurde nach einem klaren Urteil zum Sieger erklärt. Tello zieht ins Finale ein. Tello schlug Hubert bewusstlos. Und ist jetzt verwundert. Der Herold verkündet lautstark, König Sancho von Kastilien und Tello haben das Finale erreicht. Ich gehe beiseite, um jemanden durchzulassen, als mich die Person plötzlich anspricht. Ah, Gräfin Xuana, schön, euch hier zu treffen. Ich möchte antworten, doch noch bevor ich meinen Mund aufkriege, redet Roy bereits weiter. Habt ihr schon einen Favoriten? Was denkt ihr, wer den Sieg nach Hause tragen wird? Ich persönlich wette ja auf Andres. André, nicht Andres. Das interessiert mich nicht. Ich beleidige den erstmal. Und senke meinen Stresslevel. Die sind echt cool gemacht, die Sachen, die Events. Die machen richtig Spaß. Der Kampf zwischen Tello und König Sancho ist entschieden. Es war eine knappe Angelegenheit, doch am Ende sah es so aus. Leider wurde bei Sancho seine Anstrengung verstümmelt und starb kurz darauf. What? Man kann bei den Duellen sterben. Wurde versehentlich von Tello der Zorn in einem Turnierduell getötet. Tello der Zorn. Eine höchst unterhaltsame Veranstaltung. Ich habe einen König bei meiner Veranstaltung getötet und es zählt als unterhaltsam. Ich bin völlig irritiert. Die Sonne geht unter und beschließt zu den letzten Tag des Turniers. Die versammelte Menge löst sich langsam auf, während ich die Ergebnisse bedenke. Mas und ich müssen erst noch eine feste Freundschaft schließen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich habe 400 Prestige gerade noch bekommen und Anspannung verloren. Und dann bekomme ich noch Turnierbesucher. Holy shit. Also der Scheiß ist teuer ohne Ende, aber du kriegst ja unendlich viel Prestige.
Oh, gucke mal. Und der Dude ist gestorben. Ich muss den gar nicht mehr töten. Das ist ja praktisch. Dann kann ich ja dem jetzt einfach Geld aus der Nase ziehen. Dann brauche ich den gar nicht mehr. Der ist auch weg. Probleme gelöst. So, und dann kann ich hier auf Komplotte stören gehen. Damit niemand mehr Dinge über mich rausfindet. Okay. Oh, das ist nett, Emma. Dankeschön. Der Typ heißt der Zorn. Was erwarten denn die Leute, was mit seinem Gegner passiert? Also, dass er einen König tötet, finde ich schon heftig. Stell dir mal vor, dein Ehemann hätte deinen König getötet. Ich hätte es gefeiert. So, ich versuche den mal noch zu meinen Seelenverwandten zu machen. Dann haben wir da vielleicht noch ein paar Babys mehr, noch ein bisschen mehr Snoo-Snoo. Das würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Was anderes habe ich gerade eh nichts zu tun. Ja, und den begnadigen wir, weil we don't care. Krass, dass der König jetzt einfach gestorben ist. Und jetzt ist einfach König Sancho der Dritte mit 0 Jahren der neue König, weil sein Vater bei einem fucking Turnier gestorben ist. Das ist furchtbar.